Unser nächster Speaker wird nämlich darüber sprechen, wie man ein Online-Startup auf 1 Million Euro Monatsumsatz skaliert. Er ist 2021 zum Top-Experten in der Kategorie Neukundengewinnung gewählt worden und das hat mich besonders überrascht, hat seine ersten, und hat seine ersten 500.000 Euro, also 500.000 komplett ohne Werbeanzeigen oder überhaupt eine Webseite generiert. Ladies and Gentlemen, welcome Lukas Lindler! Ja, herzlichen Dank fürs sympathische Hochlegen der Messlatte. Ich freue mich, heute hier zu sein und habe euch die drei Hebel mitgebracht, mit denen wir das geschafft haben, was so toll gerade anmoderiert wurde. Und ich habe so eine nervige Angewohnheit. Ich spreche tatsächlich mit meinem Publikum und ich möchte das gerne so ein bisschen interaktiv gestalten, denn ich möchte, dass ihr so viel wie möglich mitnehmt aus dem Vortrag. Das heißt, ich werde tatsächlich so Fragen stellen. Ihr dürft dann antworten, ihr dürft so ganz verrückte Signale des Körpers geben. Also zum Beispiel so, so. Also ihr dürft da mitmachen. Das wäre jetzt so ein Moment gewesen. Genau. Das wäre jetzt ein Moment gewesen, da wäre das schön gewesen. Ja, schön, wunderbar. Dann fangen wir doch gleich mal an. Und zwar schau doch mal zu deinem Nachbar rüber. Schau mal zu deinem Nachbar rüber. Gib dem mal so eine Ghetto-Faust und sag schön, dass du heute hier bist. So, dann komme ich gleich zum ersten Hebel, denn der ist richtig spannend, denn das erlebe ich sehr oft, dass das in Unternehmen, wenn die skalieren wollen, nicht richtig ausgeführt wird. Und zwar, ihr kennt doch bestimmt alle das Pareto-Prinzip. Jeder kennt das wahrscheinlich. Und du kannst tatsächlich Pareto ja nochmal auf Pareto anwenden. Das heißt, was sagt denn Pareto aus? Pareto sagt, mit 20% deiner Aktivitäten machst du, wenn wir über Umsatz sprechen, 80% deines Umsatzes. Und wenn du jetzt darauf nochmal Pareto anwendest, dann heißt das ja, dass es irgendwo in den 20% nochmal 20% gibt, die dann wiederum 80% von den 80% ausmachen. Also heißt 64%. Das heißt, deine Aufgabe, wenn du in die Skalierung reingehen willst, ist, mal zu schauen, in erster Instanz, was sind denn meine Aktivitäten oder die meines Teams, was sind die 20%, die 80% machen und was sind dann davon 4%, die dann wiederum 64% machen. Und wer Lust hat und sagt, hey, das würde ich gerne mal tatsächlich analysieren, weil das weiß ich jetzt gar nicht, um 15.05 Uhr mache ich nochmal eine Masterclass in der Blackstage, ich darf heute zweimal tatsächlich sprechen. Und wer Bock hat, darüber mit mir interaktiv zu arbeiten, so ein bisschen Workshop-Charakter, kann gerne in die Masterclass kommen und dann werden wir da mal eine Liste erstellen. Was sind denn deine 4%, die 64% von deinen Ergebnissen ausmachen? Hebel 2, Messenger-Marketing. Und ich habe dir mal, um das zu verdeutlichen, wie wichtig das ist, habe ich dir mal so eine Statistik mitgebracht. Und zwar, wie kannst du dir das vorstellen? Was bedeutet denn konkret Messenger-Marketing? In der Regel läuft das doch bei euch so ab, ihr schaltet Traffic, ihr generiert Traffic auf eine Landingpage und ihr wollt, dass da dann irgendwas konvertiert, Leadmagnet runtergeladen wird, Beratungsgespräch oder sogar gekauft wird. So, und wir haben das getestet mit Click-to-Message-Ads. Und ihr seht das hier auf der Folie sehr gut. Wir haben den kalten Traffic, wenn wir den ohne, dass wir den in einen Messenger geleitet haben. Also ich fange vielleicht nochmal einen Schritt vorher an. Du kannst deinen Traffic auf eine Landingpage drauf generieren oder du kannst auch sagen, hey, pass auf, ich leite diesen Traffic in einen Messenger rein. Das geht über Instagram, Facebook, super. Und dann sendest du erst im Messenger deine Landingpage raus. Und ihr seht, wir haben unsere Conversion fast verdoppelt. 8% mehr Conversion auf kalten Traffic, wenn wir in einen Messenger geleitet haben, statt auf eine Landingpage.
So, und ich gebe dir mal hier eine Blaupause. Die darfst du auch gerne mitschreiben, macht auch Sinn bei so einem Vortrag. Und ich möchte hier mal die Blaupause geben, wie das genau funktioniert, wie du das in der Praxis jetzt umsetzen kannst. Wichtig ist, wenn ihr mit Messenger-Marketing arbeitet in Zukunft, was ich hoffe, dass ihr nach dem Vortrag tun werdet, dann sendet ein Willkommensvideo raus. Das kann jetzt, kannst jetzt du in dem Video sein, das kann aber auch ein Film sein, was ihr macht oder was auch immer, aber arbeitet mit einem Video am Anfang. Dann der zweite Schritt, wenn ihr konvertieren wollt, bringt denjenigen dazu, wenn ihr wirklich Ads schaltet, bezahlten Traffic, dass derjenige euch folgt. Ich mache das über einen Bonus. Das heißt, wenn Leute mir folgen oder mir schreiben, dann prüfen wir, folgt derjenige mir oder nicht. Und dann, wenn er mir noch nicht folgt, sagen wir, hey, wenn du mir jetzt folgst, dann kriegst du einen Bonus, kriegst du ein Geschenk. Ich zeige euch das nochmal in der Praxis auch, wie das dann konkret aussieht. Warum ist das wichtig? Du willst, dass deine Zielgruppe so viel Content von dir konsumiert wie möglich. Logisch, denn dann tust du dir leichter in der Conversion. Und dann baust du in deinen Content immer wieder deinen spezifischen Call to Action ein, was auch immer bei dir ist. Ob das ein physisches Produkt ist, ob diejenigen sich ein Lead-Magnet runterladen sollen, ob die ein Beratungsgespräch buchen sollen, whatever. Du willst in deinen Content Call to Actions reinbauen. Und was ich gesehen habe, ist, dass Menschen schreiben mir, wir haben da so ein Codewort, Menschen schreiben mir dieses Codewort, dann habe ich eine Rückfrage gestellt, kam keine Antwort mehr, ich mache wieder ein Call to Action, die schreiben mir wieder dieses Codewort und daran habe ich ja gesehen, okay, die lesen ja ihre Nachrichten auch nicht immer. Das heißt, du musst die ständig bespielen mit Content inklusive Call to Action, also der CTA. Und jetzt kommt eigentlich der spannendste Punkt, was der Game Changer ist beim Messenger Marketing. Du kannst viel, viel, viel persönlichere Follow-ups auch machen in Bezug auf Sprachmemos. Du kannst nochmal ein Video raussenden. Es ist viel personalisierter, wie zum Beispiel ein Retargeting-Ad. So, das sind die Schritte, die du gehen willst. Du schickst ein Willkommensvideo raus, du bittest oder schaffst einen Mehrwert, warum derjenige dir jetzt folgen soll auf deinem Instagram, Facebook. Du bespielst mit Content, baust Call-to-Actions ein und dann bittest du oder dann kommt ein Follow-up, außer du hast das Glück, manchmal, du machst einen Call to Action, es passiert sofort, brauchst keinen Follow-up. Passiert aber in der Regel nicht, deswegen gehen wir das nochmal im Detail durch. Zwei Tipps, wie dieser Zyklus am besten funktioniert. Ich habe schon gesagt, arbeite mit einem Video. Bei mir sieht es folgendermaßen aus. Du kannst jetzt, je nachdem wie viel Traffic du generierst, kannst du jetzt tatsächlich Folgendes machen. Du kannst dir das Profil anschauen. Du kannst den Namen rausfiltern bei Facebook, Instagram und kannst jetzt natürlich ein Video machen, einfach ein Selfie-Video und sagst, hey Markus, grüß dich, danke für die Nachricht und jetzt baust du was ein. Kannst du ihn also beim Namen nennen. Personalisierter geht's nicht. Jetzt kannst du aber vielleicht sagen, Lukas, pass auf, das wird bei mir schwierig, bei meinem Traffic. Ich kann nicht jedem ein Willkommensvideo senden. Macht nichts, das kann man automatisieren, werde ich auch in der Masterclass drüber sprechen. Und dann durch die Automatisierung findet Instagram, Facebook tatsächlich heraus, welche Uhrzeit ist es gerade. Das heißt, ich habe drei Videos aufgenommen. In dem einen Video sage ich einen wunderschönen guten Morgen. In dem anderen Video sage ich Servus, weil ich aus Bayern komme. Und im dritten Video sage ich was? Einen wunderschönen guten Abend. Was passiert ist, am Anfang denkt der potenzielle Kunde noch, dass das eine Automatisierung ist, dass das ein Bot ist. Kann ich verstehen. Sobald ich das Video raussende, merke ich anhand vom Schreiben, die Stimmung vom potenziellen Kunden verändert sich. Das heißt, jetzt hat er nicht mehr das Gefühl, er schreibt mit einer KI, sondern er schreibt wirklich mit mir selber, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich guten Abend, guten Morgen oder Servus gesagt habe. Das ist ein Gamechanger, wenn ihr damit arbeitet. Und ich habe so einen Tipp aufgeschrieben, weil ich das schon falsch gesehen habe. Wenn du sagst, einen wunderschönen guten Abend, dann wäre das auf jeden Fall auch von Vorteil, wenn man im Hintergrund sieht, dass es auch einigermaßen dunkel ist. Also wenn die Sonne reinscheint mittags, weil du mittags gerade eine coole Zeit hast, denkst, jetzt mache ich mal das Video, wunderschönen guten Abend, funktioniert logischerweise nicht. Zwei, dieser Tipp funktioniert jetzt wirklich nur, wenn du es noch handeln kannst, händisch, personalisiere so viel, wie es geht. Das heißt, arbeite mit Sprachmemos.
dass die Leute deine Stimme hören. Egal, ob du physische Produkte verkaufst oder nicht, arbeite mit Sprachmemos. Kann man auch automatisieren, dass ab einer gewissen Zeit, das heißt Erstkontakt, Instagram, Facebook versteht, hey, es sind jetzt 6 Stunden vergangen, derjenige hat nicht auf deinen Landingpage-Link geklickt, den du ihm ja über einen Messenger gesendet hast. Und jetzt kommt ein automatischer Follow-up mit einer Sprachmemo. Sehr, sehr wichtig, dass es eine Sprachmemo ist. Und wenn du jetzt sagst, cool, ich brauche das noch gar nicht automatisieren, ich bin tatsächlich noch ein Startup, dann guck dir das Profil einfach mal an, selbst wenn das privat ist. Ich gucke mir ab und zu auch Profile an, um einfach immer wieder zu verstehen, wer ist denn noch meine Zielgruppe, passt der da rein? Und jetzt sagen wir einfach mal, da ist ein Herr, ja, da siehst du irgendwie das Bayern-Wappen im Hintergrund, da sehe ich immer mal wieder in so Profilbildern, dass man das Bayern-Wappen sieht. Dann frag doch einfach mal, ob die Person zufällig Bayern-Fan ist, also Bayern-München-Fan, oder ob die aus München kommt. Und was passiert ist, du schaffst Vertrauen. Du schaffst Vertrauen, weil derjenige hat das Gefühl, gesehen zu werden, und er hat das Gefühl, er schreibt nicht jetzt mit einem Bot, weil das mögen die Leute offensichtlich nicht. So, schau mal, ich hoffe, ihr seht das gut. So sieht das bei mir in der Praxis aus. Ihr seht, da kann er sich einen Bonus abholen. Das passiert als erstes und das passiert auch sofort. Und deswegen denkt der potenzielle Kunde auch, die meisten, dass das ein Bot ist, eine KI ist, weil so schnell antworte ich wahrscheinlich nicht. Also da wird klar, okay, das ist eine KI. Und jetzt seht ihr weiter unten, da kommt dann das Video. Und jetzt seht ihr auch in dem Video, was wird das jetzt wahrscheinlich für ein Video sein? Einen wunderschönen guten Abend. Weil, da sieht man, da ist ein bisschen dunkel im Hintergrund. Und dann kommt mein Call to Action auf dem rechten Handy, seht ihr, da ist ein Bild von mir und da ist dann erst meine Landingpage. Das heißt, ich baue erstmal 1-2 Schritte davor ein mit einem Video, mit einem Bonus, das erfolgt, und dann kommt die Landingpage. Und da haben wir die 19% Conversion dann auf der Landingpage tatsächlich erreicht. Und ihr seht unten rechts, da kommt noch ein kleiner Follow-up. Der Follow-up-Funnel ist noch viel länger. Das war jetzt ein gutes Beispiel, weil der sofort reagiert hat. Und ich gebe dir mal so ein paar Zahlen mit, warum das bei uns so ein krasser Gamechanger war. Davor haben wir Follow-ups gemacht. Über was? Was denkt ihr? Klassisch E-Mail-Marketing. So. Irgendwann haben wir noch zusätzlich gemacht. Wir haben nur als Add-on noch Messenger-Marketing gemacht. Wir haben Follow-ups in den Nachrichten gemacht. Und da ist Folgendes passiert. Schaut mal. Im Mail-Marketing hast du so um die 20% Open-Rate. Das ist das bei uns. Das wird auch so ungefähr der Durchschnitt bei euch sein, denke ich mal. Und jetzt schaut euch mal Messenger-Marketing an. Das ist 3,8 Mal mehr höhere Open-Rate. Das ist crazy. Das ist crazy. Du hast 3,8 Mal mehr Chance, Umsatz zu machen. Und das ist auch irgendwo logisch, oder? Mails, es gibt einfach Leute, die lesen ihre Mails nicht oder Mails ist veraltet. Aber wo schreibst du denn mit Freunden drüber? Wenn du mit Freunden schreibst, wo schreibst du mit denen? In einem Messenger. Du schreibst über Instagram, du schreibst über WhatsApp. Und das ist schon von der Grundpsychologie her ein ganz anderer Vibe, wie wenn derjenige einen Pitch in der Mail bekommt, wenn du einen Follow-up machst über den Messenger. Schaut mal, wir haben auch Retargeting-Ads geschaltet und ich habe Follow-ups automatisiert. Mein Team hat Follow-ups in den Nachrichten gemacht, in Messengern. Und das geht sowohl bei Facebook als auch bei Insta. Und jetzt guckt ihr das mal an. Wir haben einen Umsatz gemacht beim Retargeting von 821.000 brutto. Und im Follow-up, durch Follow-ups im Messenger, 3,8 Mal mehr Umsatz, 3 Millionen Umsatz. Und das Schöne ist, im Messenger, wenn du da ein Follow-up machst, es kostet dich nicht mal Geld. Retargeting-Ad kostet dich wieder Geld, musst du wieder Geld in die Hand nehmen. Follow-up im Messenger kostet dich kein Geld, eventuell Zeit, weil du es selber machst, oder es ist eine kleine Pauschale für eine Automatisierung und dann läuft das automatisiert. Und das siehst du eben unten rechts, da kommt dann nochmal so ein, hat alles geklappt, ja, nein, hast du den Termin gesichert, ja, nein. Das ist ein automatisierter Follow-up über die Click-to-Message-Ads im Messenger-Marketing. Schaut mal, ich habe das anfangs nicht automatisiert, sondern ich habe tatsächlich selber reingeguckt in meinen Messenger. Und ich habe die verrücktesten Dinge gesehen und das sind so 3 Gründe, warum ich dir sehr, sehr stark ans Herz lege, ab sofort mit Messenger-Marketing anzufangen, dein Traffic in deinen Messenger zu leiten und nicht direkt auf eine Landingpage. Ich habe einen Call to Action gemacht in meiner Story, Insta-Story, dann schreibt mir derjenige, dann habe ich gesehen, dann siehst du ja auch mal direkt die Historie. Der schreibt mir,
ich gucke kurz nach, scroll hoch und sehe, hey, ich habe ja mit dem schon geschrieben. Ich habe dem doch meine Landingpage schon rausgeschickt und so weiter. Und ich frage den, hey, wie sieht's denn aus? Hast du schon ein Beratungsgespräch gehabt? Wie war das Gespräch? Und derjenige sagt, nee, ich warte immer noch auf euren Anruf. Und ich denke mir, okay, was ist jetzt los? Wieso kriegt der keinen Anruf? Was mache ich? Ich frage nach, wir gucken ins CRM-System und sehen, hey, Daten falsch eingeben, Zahlendreher in der Nummer. Kurz geschrieben, hey, du hast wahrscheinlich einen Zahlendreher in der Nummer, weil ich sehe in meinem CRM-System, die Nummer gibt es nicht. Hat er mir seine Nummer geschickt, wir haben das direkt an den Vertrieb weitergeleitet, war ein Sale, war ein Close. Wäre nie passiert über Retargeting-Ad vielleicht, weil der sieht die Retargeting-Ad, was denkt er sich? Wieso ruft der Lindler nicht an? Was macht der? Was macht der den ganzen Tag? Wieso ruft der nicht an? Ja, weil der sieht nur die Ads, aber er kontaktiert nicht. Er sieht meinen Call to Action, er schreibt mir nochmal, ich gehe proaktiv auf ihn zu, Zahlendreher drin, fertig. Lead kann seine Daten falsch eingeben. Die sind manchmal nervös, gibt einen Zahlendreher, fertig. Oder irgendwas mit der Mail hat nicht gepasst. Er kriegt deine Mails erst gar nicht, obwohl er brutal großes Interesse hat. Grund 2, du hast technische Fehler. Ich sage jetzt nicht den Anbieter, aber es kann ja immer mal wieder sein, dass deine Landingpage, dass da irgendwas nicht passt, weil der Anbieter, worüber du deine Landingpage hostest, dass da irgendein Fehler ist. Und wir haben teilweise Ads geschaltet für 3.500 am Tag. Und wenn da mal 2 Stunden eine Landingpage down ist, dann tut es richtig weh. Aber das tut auch schon weh, wenn du nur 100 Euro draufschaltest am Tag oder 50 Euro. Das tut einfach weh, weil 2 Stunden Landingpage down ist. Das kriegst du nicht immer mit. Wie willst du es denn mitkriegen? Du guckst ja wahrscheinlich nicht jede Stunde auf deine eigene Landingpage, oder? Nein, du kriegst das nicht mit. Also kann das mal sein, dass jemand eine Ad, bei uns auch, eine Ad sieht, dann will er draufklicken, ist interessiert, Landingpage geht nicht, Menschen sind bequem, oder? Oh, guck ich mal morgen an, ob diese Seite wieder geht. Guckt der morgen? Eventuell nicht. Also machst du ein Follow-up im Messenger. Wiederum, ich mache einen Call to Action in meinen Beitrag, der Lead schreibt mir, sagt, hey, ich hätte gerne Informationen. Ich sehe, hey, ich habe dem doch auch schon mal meine Landingpage rausgesendet und schreibe, ja, du, hast du dir schon ein Beratungsgespräch gesichert? Nö, noch nicht, letztes Mal ging die Seite nicht. Ja, hier ist die Seite nochmal. Ah, cool, dann sehe ich schon, cool, hat sich eingetragen für ein Beratungsgespräch. Grund Nummer 2, du hast technische Fehler. Und Grund Nummer 3, und das finde ich ist für 2023 und noch die Jahre darauf ultra wichtig, Touchpoints. Du willst einfach so viel in Touch mit deiner Zielgruppe sein, wie es nur geht. Und das machst du perfekt über Messenger. Du kannst, wie gesagt, Sprachmemos senden. Du kannst dauernd Videos versenden. Und ich kann dir eins sagen, egal in welcher Branche du bist, egal was du verkaufst, wenn jemand, ein potenzieller Kunde, eine Stimme hört, ein Gesicht sieht zu der Marke, zu deinem Produkt hat, Die Chance, dass er konvertiert, ist massiv höher. Brauche ich euch nicht erklären. Mit wem machst du gern Geschäfte? Ja, mit Menschen, oder? Also deswegen, je öfter der deine Stimme hört, je öfter der ein Video von dir sieht, je öfter der Emotionen fühlt mit deiner Marke, desto höher wird die Conversion sein. Und das schaffst du viel besser über einen Messenger wie über E-Mail. So, und ich skippe dir jetzt mal so einen Tipp, wenn du sagst, das ist geil, conversion-technisch, cool. Fange ich jetzt an. Ich brauche aber grundsätzlich schon mal mehr Traffic. Also ich würde mir gerne mehr Traffic wünschen. Dann kann ich dir einen Tipp geben, sei perfekt, unperfekt. Nämlich indem du bewusste kleine Fehler, ich sage bewusst jetzt kleine Fehler einbaust in dein Marketing, katapultierst du deine Engagement Rate auf eine andere Sphäre. Achtung, warte ich jetzt vor, bitte jetzt nicht irgendwie Kardinalsfehler oder so einbauen. Ich meine wirklich so kleine, bewusste Fehler, die dich jetzt nicht deinen Ruf oder deine Professionalität kosten. Davon rede ich nicht. Ich rede von kleinen, sympathischen Fehlern. Ich gebe dir auch ein paar Beispiele. Und wenn du das machst, dann wirst du diese Dinge merken. Du hast mehr Storyviews. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie ich das ab und zu mache. Ab und zu mache ich eine Story, mache einen Text dazu und dann mache ich absichtlich Buchstabendreher rein. So, was passiert? Die ganzen Schlaumeier, was haben wir in der Schule gelernt? Ha, der hat einen Fehler gemacht, da weise ich den jetzt mal drauf hin. Was passiert? Hunderte Nachrichten kriege ich. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber du hast da einen Buchstabendreher drin.
Und ich denke mir, ja, ich weiß, ist absichtlich, wollte, dass du mir schreibst. Was passiert? Instagram, Facebook, ist doch völlig wurscht, ob was die dir schreiben. Die tracken doch nur, du hast eine Story gemacht, hunderte Menschen, 50 Menschen, egal wie viel Follower du hast, aber Menschen schreiben dir, was sagt Instagram? Geil. Viele Interaktionen, muss interessant sein, muss relevant sein, pushe ich nach vorne, hast automatisch mehr Storyviews. Ist das schlimm, dass ein Buchstabenfehler drin war? Nee, weil, letzter Punkt, wer mag denn perfekte, es gibt doch keinen perfekten Menschen. Mach kleine bewusste Fehler, trau dich Fehler zu machen, einfach mal abzusenden mit dem Buchstabendreher drin. Du hast mehr Nahbarkeit, du wirkst sympathischer und dadurch hast du mehr Conversion. Du hast mehr organische Reichweite und deine Ads werden auch besser ausgespielt. Ich zeige dir jetzt gleich ein paar Beispiele von meinen Ads. Guck mal, das ist eine Ad gewesen, eine unserer besten Ads. Und da siehst du, guck dir mal meine Frise an. Da denkst du jetzt, der ist gerade aufgestanden wahrscheinlich und du hast recht. Du hast recht. Ich bin da gerade aufgestanden, Sonnenbrille drauf, ärmelloses T-Shirt, Bandana. So, ich gebe dir später noch eine Blaupause und werde dir erklären, warum diese Ad gut funktioniert hat. Merk dir aber, auch wenn das jetzt ja irgendwie nicht so toll ist, dass du so ein Bild von mir kriegst mit so einer Frise, aber merk dir einfach mal dieses Bild bitte. Guck dir mal jetzt die nächste Ad an. Das war auch ein Top-Performer. Und da siehst du, ich habe da nicht mal ein T-Shirt an. Das heißt, ich konnte kein Mikro festmachen. Ich habe das mit meinem Handy, Selfie, gedreht. Kein Mikro. Du siehst, ich stehe im Wasser. Man hat in dieser Ad das Wasser im Hintergrund gehört. Es war eine unserer Top-Performer-Ads. Deswegen sage ich dir, sei mal perfekt unperfekt. Trau dich mal einfach, wenn du gerade einen geilen Vibe hast, dein Handy in die Hand zu nehmen, eine Ad zu drehen, eine Selfie-Ad zu machen und einfach mal loszulegen und zu gucken, weil das ist keine perfekte Ad. Der Ton ist nicht perfekt. Ich war wahrscheinlich auch nicht perfekt. Und jetzt zeige ich dir noch eine Top-Performer-Ad von uns. Das war eine der besten Ads. Es tut ein bisschen weh in der Seele, wenn eine deiner Top-Performer-Ads eine ist, wo man dich am Anfang nicht mal sieht. Tut weh, wenn du dann die Zahlen durchgehst, aber ist wurscht, hat funktioniert. Und wenn du jetzt, dir muss jetzt eigentlich eine Sache auffallen zum Thema Buchstabendreher. Lies das mal in deinem Kopf. Ey, wo guckst du denn du hin? Da fährt erstens ein N und zweitens ist dann zweites du. Was ist passiert? Die ganzen Oberlehrer haben was gemacht? Haben die Ad kommentiert. Hey, da ist ein Du zu viel, da fehlt das N. Ja, ich kriege einen Haufen Kommentare, kriege einen Haufen Interaktionen. Facebook sagt, das muss ein relevanter Beitrag sein und spielt es besser aus. Und ich gebe dir jetzt mal eine Blaupause, kannst du auch sehr, sehr gerne mitschreiben, wie du deine Ads aufbauen kannst, damit die richtig, richtig gut konvertieren. Erstmal brichst du die Erwartung. Denk bitte an die Ad von mir mit der Sonnenbrille und dem Bandana und der geilen Frise. Brich die Erwartung, hast du die Aufmerksamkeit. Dann sprich unbedingt in deiner Ad schon mal deine Zielgruppe an. Für wen ist das, für wen nicht? Wenn deine Zielgruppe Angestellte sind, dann sag das. Wenn deine Zielgruppe Unternehmer sind, sag das auch direkt. Dann der Klassiker, sprich den Schmerz an, sprich das Bedürfnis deiner Zielgruppe an. Von was wollen die weg, wo wollen die hin? Schon mal in deine Ad reinpacken. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Bei einer 60 bis 90 Sekunden Ad, das waren so die Ads, die bei uns am besten konvertiert haben, 2 bis 3 Call to Actions. Und ich gebe dir hier schon mal eine Warnung, wenn du sagst, Lindler, das mache ich jetzt, ich probiere das jetzt genau mal so aus, wie du das sagst, dann kannst du mir später danken und du wirst eins merken, du wirst dich verdammt komisch fühlen am Anfang. Also ihr wisst nicht, wie komisch ich mich gefühlt habe, in dieses Handy reinzureden und alle 30 Sekunden denselben Satz zu sagen. Du kommst dir vor wie so ein Vollidiot. Aber ist wurscht, weil es einfach funktioniert. Weil es funktioniert. Und dann bring am besten noch ein Kundenergebnis rein. Erinner dich bitte an die Ad, wo ich im Wasser bin. Da hast du so ein Screenshot gesehen. Das war zum Beispiel ein Kundenergebnis. Ja. So, und ich komme jetzt gleich zum Hebel 3. Und da brauche ich jetzt tatsächlich so, da würde ich jetzt mal gern wieder mit euch so interagieren. Vielleicht kommt der ein oder andere auf. Wenn du an Designermode denkst, weiß nicht, ob ihr Designermode trägt, aber wenn du daran denkst, welche Plattform kennt ihr, Designermode technisch? Ihr dürft einfach, wir sind nicht in der Schule, ihr dürft einfach reinrufen.
Eine Plattform. Ich brauche eine Plattform. Keine Marke. Eine Plattform, wo man Designermode kaufen kann. Farfetch. Farfetch. Warum sage ich dir das? Farfetch hat den Hebel, drei, den ich dir gerade vorstellen will, machen die in Perfektion. Schau mal, ich bin ein brutales Konsumopfer. Richtig krass. Ich gehe, warum auch immer, in meinen Farfetch-Account rein und sehe da irgendwie so, ich bin da Goldmitglied. Und dann sehe ich so, okay, ich muss bis, ich weiß gar nicht mehr, war 12. Mai oder so, muss ich noch 400 Euro ausgeben, dann werde ich, glaube ich, Platin-Mitglied. Wow, geil. Und ich will ja unbedingt Platin-Mitglied sein. Ich frage mich also, brauche ich irgendwas? Nee. Aber ich muss doch bis 12. Mai noch 400 Euro ausgeben, dann bin ich Platin-Mitglied. Was habe ich gemacht? Ich weiß ja mal, was ich alles gekauft habe. Ich habe 400 Euro ausgegeben wieder, nur dass ich was bin? Platin-Mitglied. Und was die perfekt machen, und das kannst du sowohl in Dienstleistungen als auch im E-Commerce machen, wie man sieht bei Farfetch, ist Hebel 3, Membership-Marketing. Membership-Marketing. Warum funktioniert das so gut? Also so, ich gebe dir gleich ein paar Beispiele noch. Warum funktioniert Membership-Marketing so gut? Wir haben alle, jeder von euch, ich auch, jeder hat das Grundbedürfnis von uns Menschen, Zugehörigkeit. Zugehörigkeit. Du willst irgendwo zugehören. Du willst zu einem Tribe gehören, zu einem Stamm gehören. Und wenn du es schaffst, dieses Grundbedürfnis in deinem Marketing zu triggern, dann wird das für dich auch ein richtig, richtig krasser Hebel. Das kannst du wunderbar machen als Cross-Sell. Das heißt, Bestandskunden, nicht bei Neukunden logischerweise, sondern du hast die Neukunden, die werden zu Bestandskunden und jetzt arbeite mit Membership-Marketing. Wenn du zum Beispiel ein Coaching hast, bau das in deinen Mitgliederbereich ein. Wenn du eine Plattform hast, wenn du E-Commerce hast, einen Online-Shop, mach das so wie Farfetch. Das sind so Beispiele, wie man das machen kann, so Blaupausen. Such für dich einfach die raus, die bei dir am besten passen könnte. Das ist oben klassisch Farfetch. Gib XY Euro aus und werde XY-Member. Ja, gib noch 400 Euro aus, Lindler, du Konsumopfer, und dann wirst du Platin-Mitglied. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, was der Vorteil ist. Ich weiß nicht mal, was der Vorteil ist, aber ich darf mich jetzt Platin-Mitglied nennen. Geil. So, oder mach ein Reward-System. Und das für jeden, der einen Kundensupport hat von euch. Das ist so genial. Wenn ihr könnt eine Facebook-Gruppe machen, zum Beispiel. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe bei uns im Mentoring. Und da sind alle Kunden drin. Und bei Facebook ist es tatsächlich so, dass in der Gruppe gibt es Abzeichen. Das heißt, letztendlich eure Kunden werden wahrscheinlich auch immer, wie bei mir, die gleichen Fragen haben, so ziemlich. Und was jetzt passiert ist, der Kunde hilft dem Kunde. Und das kannst du ankurbeln, indem du zum Beispiel Wettbewerbe machst oder so Challenges machst oder halt Kunden irgendwie auszeichnest, wenn du zum Beispiel so Kundenevent machst, da sagst, jeder, der in meiner Gruppe das Abzeichen Top-Beteiligung hat, der kriegt einen Gutscheincode, der kriegt ein T-Shirt oder der kriegt irgendwas. Und was passieren wird, ist wieder dieses Grundbedürfnis der Zugehörigkeit wird getriggert von dem Kunden, der sagt, geil, ich will dieses T-Shirt, ich will da auf der Bühne geehrt werden, ich will diesen höheren Status haben. Und deswegen hilft der Kunde dem anderen Kunden, weil klar, wir wollen auch irgendwo, die meisten von uns sagen, was ist mein Nutzen, wenn ich jetzt demjenigen helfe. Und so kannst du so eine Art Belohnungssystem machen, wenn ein Kunde dem anderen Kunden hilft. Was passiert ist, dein Kundensupport ist weniger mit banalen Dingen ausgelastet. Oder was auch super funktioniert in der Coaching-Branche, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ist, ja, wenn du XY-Ergebnis erreichst, dann kriegst du XY-Award. Ja? So dieses bei uns zum Beispiel aus. So. Bei uns gibt es Awards für gewisse Umsatz. Wenn ein Kunde 10.000 Euro Umsatz gemacht hat, dann kriegt er so einen Gitarren-Award. Wenn er einen ersten Verkauf gemacht hat, kriegt er einen Raketenstart-Award. Wenn er 50.000 Euro Umsatz gemacht hat, das seht ihr bei der Dame mit dem Baby, dann kriegt er einen Bomben-Award. Und wenn ihr das einführt bei euch, bitte, macht das nicht bei pokal24.de oder so. Sondern wenn ihr einen Award macht, wenn ihr ein Reward-System macht, dann schaut, dass ihr wirklich eine wieder persönliche Note reinkriegt. Also sprich, jeder von mir, jeder von den Kunden, wenn er seinen ersten Verkauf macht, kriegt er einen Raketen-Award und ich schreibe da wirklich einen Brief rein, der kriegt einen Brief mit, dass die Rakete gezündet ist. So, das sind deine Vorteile, wenn du mit Membership-Marketing anfängst.
Wenn du das beim Bestandskunden machst, du baust es einfach in deinen Mitgliederbereich rein, zum Beispiel wenn du ein Coaching hast oder in deinen Online-Shop, du hast dadurch keine Kosten. Da kommt ein Bestandskunde drauf, der sieht das, der will das haben. Deine Kunden machen Werbung für dich. Deine Kunden machen Werbung für dich. Wenn meine Kunden solche Awards bekommen, die kommen in die Facebook-Gruppe, die posten das rein und was passiert ist, das Bedürfnis wird getriggert, weil die sehen, hey, da hat irgendjemand so einen Award bekommen, den habe ich nicht und dann will ich den auch haben. Oder, wie bei mir, Platin-Mitglied bei Farfetch. Du hast einen Retainer-Umsatz, wenn du das mit Abo-Modellen machst. Wenn du sagst, hey, ich mache jetzt eine Mitgliedschaft, die kostet etwas, dann wird das wiederholt, dieser Umsatz, und du hast einen Retainer-Umsatz als Abo-Modell. So. Ich sehe meine PowerPoint nicht mehr, aber so. Dann, was ein unglaublich hoher Vorteil ist, du hast einen höheren Customer Lifetime Value. Dadurch, dass der Kunde mehr kauft, logischerweise, wie ich bei Farfetch. Du hast massive Kundenbindung. Ich habe bei Booking.com auch, weil ich viel auf Reisen bin, einen gewissen Status. Und was ich mache, ist, ich vergleiche nicht mal mehr, weil ich denke mir, boah, ich habe mir diesen Status ja hart erarbeitet, ich habe mir den ja erkauft und das wird dein Kunde auch denken und ich vergleiche nicht mehr. Booking.com macht das wunderbar vor, wie das funktioniert. Und du kannst sagen, dass zum Beispiel Platin-Mitglieder eine eigene Telegram-Facebook-Gruppe, WhatsApp-Gruppe bekommen. Dadurch machst du es nochmal exklusiver, weil du sagst, hey, gib X Euro aus, kommst du in eine Gruppe rein, eine exklusive Gruppe, wo nur diese Mitglieder drin sind. Du kannst über diesen Kanal wieder personalisierte Werbung machen. Weil wenn jemand, Farfetch macht das perfekt, wenn jemand schon mal 1.000, 2.000 Euro, 3.000 Euro etc. bei dir ausgegeben hat, dann weißt du doch, der hat schon Vertrauen. Da brauchst du doch nicht mehr großartig Vertrauen aufbauen. Du machst ein geiles Angebot, zack, ist gekauft. Und so kannst du deine Werbung viel, viel individueller gestalten. Das heißt, zusammengefasst, wenn du im Jahr 2023 bei dir noch kein Membership hast, egal in welcher Form, hast Kontrolle über dein Leben verloren, würde jetzt Karl Lagerfeld sagen. So, zum Abschluss möchte ich dir ein Geschenk gerne machen. Und zwar, ich habe ein Buch geschrieben, Limitlos heißt das. Und das ist tatsächlich, ist kein Spaß, das ist druckfrisch. Das riecht sogar noch druckfrisch, das ist sogar noch warm. Und ich habe für euch als Geschenk Exemplare dabei, genau 100 Stück. Wer sagt, cool, nehme ich an das Geschenk. Ihr kriegt auch gerne bei mir am Stand eine persönliche Widmung, wenn ihr möchtet. Und dann schenke ich euch gerne dieses Buch für die ersten 100, die bei uns am Stand sind. Das ist, wenn du hier rechts rausgehst oder von euch aus rechts rausgehst, linke Seite, dann siehst du meinen Stand. Und falls wir uns heute nicht mehr sprechen, dann kannst du gerne auf meine Website gehen. Du kannst mir auf Instagram deine Fragen stellen, wenn du sagst, hey, ich zum Messenger-Marketing etc., Membership-Marketing, ich habe noch eine Frage, ich würde da gerne tiefer mit einsteigen. Schreib mir auf Insta gerne. Folg mir auf YouTube oder wenn du sagst, hey, ich möchte da intensiver arbeiten, ich habe noch Bock auf so einen Workshop-Charakter, 15.05 Uhr kannst du auch gerne in meine Masterclass gehen. Und am Ende, ich möchte dir eine kleine Warnung aussprechen, denn du wirst dir hier wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Vorträge anhören, du kriegst hier auf so Events unglaublich viel Content, aber letztendlich musst du dir das vorstellen wie so ein Buffet. Und beim Buffet, hoffentlich, nimmst du ja auch nicht alles. Wenn du im Hotel dein Buffet hast, nimmst du nicht alles. Was nimmst du dir raus? Das, was dir schmeckt. Ein, zwei, vielleicht drei Dinge. Und das ist das Wichtigste bei solchen Events. Und das ist meine Handlungsaufforderung für dich. Such dir hier lieber zwei, drei Dinge raus, aber bring die auf die Straße. Bring die PS auf die Straße und komm in die Handlung. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Wenn ihr Bock habt, lasst uns noch am Stand sprechen. Vielen Dank. Ja, wow. Vielen Dank dir, Lukas. Da war ja richtig viel Input dabei. Wir haben dir natürlich auch ein kleines Geschenk mitgebracht. Ich habe gehört, heute Abend gibt es davon dann mehr. Ja, also vielen Dank und nochmal einen Riesenapplaus für Dankeschön. Lukas Lindler. Vielen Dank.